Guten Morgen, Leute. Heftig müde, es ist jetzt 6:30. Ich bin 6 Uhr aufgestanden. Ich habe direkt die ersten beiden Blöcke heute. Marketing und keine Ahnung, aber ich habe richtig heftig schlecht geschlafen. Ich hatte auch gestern ein hartes Beintraining. Das ging ordentlich ab. Das kommt in einem separaten Video, denke ich, oder ich baue es hier mit ein. Schauen wir mal. Ich zeige euch jetzt erstmal mein Frühstück. Und zwar habe ich hier mein Müsli und das sind 100 Gramm Sechskornmüsli von Seidenbacher und 100 Gramm von Köln, so ein Müsli mit Früchten. Dann habe ich hier noch Cranberries drinne von Koro Drogerie. Checkt mal deren Sortiment ab. Link setze ich euch in die Beschreibung. Die haben eine Menge an Trockenfrüchten und an Beeren. Richtig geiler Scheiß. Ah ja, und Naked Whey habe ich hier noch in meinem Müsli drin. 40 Gramm Haselnuss. Geht voll klar, aber ich muss sagen, weiße Schokolade ist der Burner. Jetzt ohne Scheiß. Also, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen müde. Also ich bin ein bisschen müde noch und so, aber Naked Whey, weiße Schokolade. Bei Mixed Body Shop. Link in der Beschreibung. Mixed Body Shop. Da findet ihr das Ganze. Das drücke ich mir jetzt erstmal rein. Und dann geht's für mich dann auch ab in Juni. Also bleibt dran. So Leute, weiter geht's bei uns im Programm. Die Dozentin fragt schon, ob wir weitermachen können. Marcus King steht auf dem Plan und ich habe vorhin erfahren, dass wir Production Management Systems ziemlich viel machen müssen. Da kommt sie schon. Ich habe Ihnen mal ein paar Aussagen zu das Marketing. Ich zeige euch das mal später. So Leute, wir sind fleißig am Drucken. Markus auch. Der hat gerade alles falsch gedruckt und zwar das komplett gespiegelt und auf falscher Kante. Genauso wie ich. Ich habe das nämlich auch gemacht. Leute, schaut mal. Das ist hier unser Skript für PMS. Ey, das ist gar nicht normal. Und immer wenn ich jetzt die Seiten umblätte, ihr seht das schon, habe ich das jetzt so. Also auf dem Kopf, wenn ich einmal umblätter. Nervt mega. Wir müssen hier noch ein paar Sachen ausdrucken und zwar einmal für Production Management Systems und dann auch noch ein paar Sachen. Was müssen wir noch ausdrucken? Marketing und Konstruktionslehre auch, ja. Rechnungswesen ist schon einiges, was wir hier ausdrucken müssen. Das dauert vor allem auch ziemlich lange, weil wir haben hier so einen Highscore-Drucker, der geht richtig ab. So ein richtig schnelles Teil hier. Aber der Druck ist für uns frei, von daher alles mit den Studiengebühren bezahlt. Sogar mit unseren letzten Studiengebühren. Naja. So Leute, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich war vorhin noch im PC-Raum, hab was ausgedruckt für meine Production Management System Vorlesung morgen und zwar die ersten 3 Skripte. Wir haben in dem Fach die Möglichkeit, vor jeder Vorlesung einen Test zu absolvieren. Und zwar läuft das so ab, dass wir 24 Stunden Zeit haben, vor dieser Vorlesung den Test zu machen. Der Test geht 30 Minuten. Und wir müssen uns dann sozusagen die Inhalte aus den Kapiteln unseres Skriptes sozusagen durchlesen. Das heißt, ich kann jetzt heute einen Test machen. So, und die Inhalte dazu sind im ersten Kapitel unseres Skriptes.
Und wenn ich alle Teste gemacht habe, dann werden mir sozusagen 20% für meine Klausur ja gutgeschrieben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie genau das gewertet wird. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte man in diesem Test erreichen muss, damit man sozusagen einen Anspruch auf diese 20% bekommt. Das muss ich noch in Erfahrung bringen. Und ich weiß auch nicht, wie das aussieht, wenn man jetzt nicht alle Teste gemacht hat. Ob man dann auch anteilig was von diesen 20% gutgeschrieben bekommt. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich erst noch in Erfahrung bringen. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin, mir das erste Skript bzw. das erste Kapitel des Buches durchlesen und dann diesen Test machen, weil, ja, das nehme ich doch gerne mit, ne? Ich sag mal so, 20% ist schon einiges, ne? Kann auch kriegsentscheidend sein und deswegen mache ich das erstmal. Und, Dankeschön, Leute, dass ihr auf meinem letzten Vlog so eingegangen seid und euch geäußert habt zu der Länge, ob euch diese Vlogs gefallen. Es freut mich auf jeden Fall, dass die Vlogs bisher gut ankommen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das noch ein bisschen auszubauen und das auch weiter so zu machen. Ob ich die jetzt bei 15 Minuten lasse oder ob ich sie doch noch etwas länger mache, das weiß ich noch nicht genau. Da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Es kommt auch immer drauf an, welches Content übermittelt wird, Leute. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch in den zukünftigen Vlogs das so gestalten, dass ich auch mehr auf eure Fragen eingehe. Das heißt, ich bekomme ja immer täglich Fragen von euch zugeschickt, ob es jetzt bei Instagram, YouTube oder Facebook ist. Und dann versuche ich dann sozusagen in meinen Vlogs auch auf eure Fragen einzugehen. Dann schnappe ich mal einfach mal, was weiß ich, ein, zwei Fragen und beantworte die für euch. Oder ich strukturiere das so, dass ich sozusagen einfach das Wissen, was ich mir selber angeeignet habe, die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, euch in diesem Vlog dann auch noch zusätzlich mitteile. Ich werde das dann immer als Bemerkung in den Titel des Vlogs mit reinpacken, damit ihr auch wisst, okay, in diesem Vlog geht es dann auch um das oder um diese Frage. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, okay, ich habe die Frage noch nicht beantwortet oder ihr müsst danach suchen, sondern dass ihr dann genau seht, okay, in diesem Vlog wird auch zum Beispiel diese Frage beantwortet. Ich versuche dann irgendwie ein Stichwort mit einzubauen oder ich nehme einfach die komplette Frage, wenn es eine gute Frage ist oder eine gute Fragestellung auch ist, als Titel für meinen Vlog. So. Und ich habe mir gedacht, ich werde das dann so machen. Natürlich werden auch noch separate Videos kommen. Es werden noch Question and Answer Videos kommen. Es werden Videos kommen, wo ich gezielt auf eure Fragen und nur auf eure Fragen eingehe. Und mein Channel soll natürlich nicht nur diese Vlogs beinhalten, sondern er soll natürlich auch separate Videos für euch mit Content, sag ich mal, ja, zur Verfügung stellen. So, und das ist mein Sinn, das macht mir Spaß und ich will es auf jeden Fall so weitermachen. Vor allem, ja, ich weiß nicht, also ich bin jetzt momentan in diesem Vlog-Style bin ich so drinne. Ich finde es eigentlich mega geil, ich finde es auch richtig lustig und vor allem, ich werde dabei auch nicht wirklich komisch angeguckt. Also natürlich guckt mal irgendjemand so, ey, guck mal, da ist jemand mit der Kamera, der dreht eine Runde und so. Aber mittlerweile macht mir das überhaupt gar nichts mehr aus. Und ich habe da echt Spaß dabei. Vor allem meine Freunde, Bekannte oder Mitstudenten auch, die respektieren das auch mittlerweile. Ihr seht ja auch wohl mal ein, zwei Studenten bei mir mit in den Videos. Ich gehe natürlich nicht näher auf die Leute ein. Weil ich will natürlich auch keine fremden Leute in meinen Vlogs zeigen, wenn sie es gar nicht wollen oder so. Ne? Da muss ich halt schon drauf achten. Ich will ja auch nirgendwo Persönlichkeitsrechte verletzen und ich will natürlich auch gut mit den Leuten umgehen. Deswegen frage ich die Leute vorher dann immer erst, hey, hast du was dagegen, wenn du mit in meinem Vlog auftauchst oder sowas? Ja, das muss natürlich vorher alles geklärt werden. Aber ich denke, ich bin dort auf einem guten Weg. Und ihr könnt mir natürlich immer eure Kritik unter die Videos schreiben. Dadurch kann ich mich auch verbessern und dadurch kann ich dann natürlich auch noch besseres Content liefern. Und Leute, das läuft. Ich habe Spaß dabei und wir sehen uns. So Leute, ich bin jetzt zu Hause. Meine Mutter hat gekocht. Und ihr wisst ja, dass ich nicht so eine ganz so clean Massephase mache, eher so semi-clean. Ich versuche immer eine saubere Grundlage zu schaffen. Und ich habe mir erst gedacht, okay, machst du selber was, machst du ein bisschen was an Gemüse, Reis, Hähnchen oder sowas oder halt irgendwie eine pikante Soße dazu oder sowas. Aber Mama hat gekocht
Und zwar gibt es Nudeln mit Gulasch und das lasse ich mir nicht entgehen. Könnt ihr vergessen, wenn ich schon mal in der Massephase bin, dann gönne ich mir sowas auch. Also da, ja, keine Ahnung, also das nehme ich mit. Wie gesagt, ich habe ja sowieso noch eine Massephase gemacht, deswegen schauen wir einfach mal, wie es sich entwickelt. Momentan läuft alles ganz gut, also machen wir so weiter. Ich zeige euch jetzt aber erstmal mein Essen. Ich weiß gar nicht, wie die Nudeln heißen. Das sind solche riesigen Muscheln, keine Ahnung. Und halt Gulasch dazu. Ich zeige euch die einfach mal im Topf. Hier ist die Lüftung noch an. Ich zeige euch die einfach mal im Topf, dann seht ihr, wie die aussehen. Das sind irgendwie solche riesigen Muscheln. Ich kannte die vorher auch gar nicht. Weiß auch nicht, wie die heißen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ziehe ich mir das jetzt rein. Und ja, ich denke mal, es wird nicht bei einem Teller bleiben. Mal schauen. Und so sieht's aus, Leute. Leute, es ist wieder Zeit für ein Vlog. Hier, mein Kollege hat mal kurz seinen Bizeps gezeigt. Er kommt frisch aus dem Urlaub wieder, ist dementsprechend ein bisschen brauner als ich. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ihr seid wieder beim Push-Training dabei. Und zwar hier beginnt mit der Flachbank 5x5 Training. Und zwar Langhantel drücken. Ziel war es wieder, mich dort gewichtsmäßig zu steigern. Ich habe jetzt die 120 hier auf der Brust. Ich habe dort meine 5 Reps mit geschafft. Aber ich war nicht so stark, beziehungsweise vielleicht minimal schwächer als letzte Woche. Mein Gewicht ist auch etwas zurückgegangen. Also ich hatte letzte Woche ja noch um die 94 Kilo drauf. Und da bei diesem Training, da wog ich so ja 92,8 bis 93 noch was. Ist immer so die Sache. Ich war auf jeden Fall leichter als die Woche zuvor. Also ich bin jetzt nicht auf Diät oder dass ihr sowas denkt. Wochenende war ich etwas länger unterwegs, ein bisschen feiern in Hannover nach der Mr. Niedersachsenwahl. Und am Sonntag habe ich dann auch nicht so viel runterbekommen, nicht so viel gegessen. Aber ich habe mich trotzdem hier versucht, meine persönlichen Rekorde zu, ja, sag ich mal, zu schaffen. Ich habe es leider nicht geschafft im 5x5 System. Hier die 125, ich habe sie ja vorletzte Woche schon mal versucht, hat leider nicht geklappt. Ich habe dort 2 Sätze von gemacht, von den 125 Kilos. Leider nicht die 5 Wiederholungen geschafft und bin dann nochmal aber wieder runtergegangen auf die 120 Kilo. Und da war die Puste dann auch schon weg. Also ihr seht jetzt gleich schon, also ich schaffe dort keine sauberen 5 Wiederholungen mehr. Das hat überhaupt nicht mehr geklappt. Die Kraft war einfach raus. Aber so ist das nun mal, wenn man, sage ich mal, gegen die Kraft ankämpft, beziehungsweise gegen das Gewicht ankämpft, was man drücken möchte. Und ja, ich würde sagen, neuer Versuch, neues Glück, beim nächsten Mal vielleicht. Dann bin ich rübergegangen und zwar zur Schrägbank. Schrägbank drücken hier dann auch mit der Langhantel mal wieder. Habe ich auch ziemlich lange nicht gemacht. Dachte ich mir, okay, kann es mal wieder bringen. Ich habe versucht bei der Bewegungsausführung, ich bin von 100 Kilo dann nochmal runtergegangen auf 90 Kilo, ich habe versucht in der Bewegungsausführung einen ziemlich guten Squeeze in der negativen zu bekommen. Ihr seht schon, ich gehe recht langsam runter und versuche das Gewicht dann am unteren Punkt nochmal etwas zu halten, um einen schönen Stretch auf der Brust zu bekommen. Ich habe jetzt auch, jetzt wo ich das Voice-Over drehe, das ist ja halt ein bisschen später, ich habe jetzt auch echt einen krassen Muskelkater in der Brust, also es lief richtig gut. Da habe ich dann auch 4 Sätze von gemacht. Nee, Quatsch, das laber. Ich habe 5 Sätze gemacht auf der Schrägbank. Bin dann rübergegangen. Hier dann auf der Schrägbank nochmal Fleiß gemacht. Mit 17,5 Kilo sind das, glaube ich. Ja, das sind 17,5. Ich habe versucht, die Bewegungsausführung, ja, sag ich mal, so langsam wie möglich zu machen. Die ganze Zeit die Konzentration auf der Brust zu lassen. Es ist ziemlich schwierig bei der Bewegungsausführung nicht zu viel die Schulter mit einzubauen. Da müsst ihr euch echt super drauf konzentrieren, dass er auch wirklich die Brust trifft. Aber wenn man es dann öfter mal gemacht hat, dann kriegt man es gut raus. Ich sag mal, gerade für Anfänger, die versuchen, diese Flies zu machen,
beschränkt euch dort erstmal nur auf Kurzhantel drücken. Mit dem Fleiß, ich sag mal so, wenn ihr eine gewisse Grundmuskulatur habt und wenn ihr auch wirklich schafft, die Muskulatur zu treffen, die ihr trainieren möchtet, dann könnt ihr es gerne machen. Aber ansonsten hat es wenig Sinn, weil ihr die komplette Belastung wahrscheinlich nur auf den Schultern spürt. Sven dachte sich, er spielt noch ein bisschen an meiner Brust rum. Aber das lief. Ja, und es war ein Push-Training. Dementsprechend habe ich dann hier auch nochmal Schultern trainiert. Und zwar hier mit der Military Press. Das ist einer meiner Lieblings-Schulterübungen. Bei der Bewegungsausführung solltet ihr halt auch darauf achten, dass ihr mit den Ellbogen etwas dann nach vorne geht, wenn ihr die Hand wieder runterlasst und dann mit dem Kopf zurückgeht, wenn ihr sie wieder rausdrückt. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr einen schönen, stabilen Stand habt und auch mit der Bewegungsausführung wirklich sauber geht, weil ich sag mal so, Military Press ist auch so eine Sache an sich. Da kann man sich schnell mal was mit der Schulter holen, wenn die Ausführung nicht, sag ich mal, sehr korrekt ausgeführt wird. Ist schon ziemlich spät, Leute, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat es echt Fun gemacht, mal wieder die Military Press zu machen. Wie gesagt, es ist echt eine super Übung für eure vordere Schulter beziehungsweise für euren seitlichen Schulterkopf auch. Also dort habt ihr echt eine super Spannung drauf und vor allem könnt ihr gut Kraft entwickeln und auch aufbauen. Danach habe ich Frontheben gemacht und zwar hier mit der 20 Kilo Scheibe. Die Scheiben haben wir neu bekommen. Wir hatten früher keine Scheiben, die solche Löcher an den Seiten haben. Deswegen ist es eigentlich ganz geil, wenn man die so hat, die kann man vernünftig greifen. Ihr müsst versuchen, wenn ihr diese Übung macht, eure Schultern zu fixieren und nicht mit den Schultern nach vorne fallen. Ihr seht das jetzt hier auch bei mir. Also wenn ihr die Bewegung selber macht, die Übung selber macht, dann werdet ihr merken, dass euch die Scheibe so ein bisschen nach vorne zieht. Beziehungsweise, dass die Scheibe eure Schultern nach vorne zieht bei der Ausführung. Und das, ja, dem müsst ihr so etwas entgegenwirken, damit ihr auch wirklich die volle Spannung auf der vorderen Schulterpartie habt. Und dann läuft die ganze Geschichte, Leute. Als nächstes kommt eine richtig geile Übung. Und zwar mache ich die noch nicht lange, aber ich habe mich echt drinne verliebt. Die seht ihr dann gleich. Oder kommt noch ein Satz? Nee, ich habe ja noch einen Reduktionssatz gemacht. Beim Schultertraining, ich habe 3 Sätze mit den 20 Kilo, mit der 20 Kilo Scheibe gemacht, bin dann aber nochmal runtergegangen und zwar auf die 10 Kilo Scheibe. Jetzt hier eine neue Übung bei mir im Schultertraining. Ich mache sie jetzt seit knapp 2,5 bis 3 Wochen und ich finde sie echt geil. Also wie ihr das schon seht, also ich stehe relativ stabil und ja, lass mich sozusagen fallen und halt mich nur noch mit dieser Hand fest. Und dadurch, dass ich ja nicht gerade stehe, sondern mich, ja, sag ich mal, reinfallen lasse und nur noch mit der anderen Hand halte, habe ich eine super Spannung auf der Schulter, auf den kompletten Schulterkopf, Leute. Das müsst ihr einfach mal selber ausprobieren. Also ich bin echt super zufrieden mit der Übung. Probiert es aus. Für mich eine neue super Schulterübung, die in meiner Routine mit drin ist. Und dann habe ich mir gedacht, machst du noch ein kleines Posing. Ihr seht schon, fluffy as fuck. Naja, geht so. Ich glaube, bei meinem letzten Posing-Update war ich ein bisschen schwammiger. Da kam es ja noch davon, dass ich ziemlich viel Wasser gezogen habe. Da jetzt mit 93 Kilo knapp, 92, 93 Kilo geht's noch einigermaßen. Ich finde meine Form gar nicht schlecht. Vor allem, ich komme voran mit dem Training. Ich werde teilweise in den Übungen stärker. Mit der Brust hat's noch nicht ganz so geklappt, aber die anderen Übungen ziehen nach. Meine Waden fangen so langsam an zu wachsen. Da bin ich richtig glücklich drüber, Leute. Das werdet ihr dann aber auch im Beintraining dann sehen. Ich weiß, ich hab zwar immer noch Babywaden, aber ich bin echt glücklich über jeden Erfolg, den ich dort leiste. Aber mehr dazu in meinem Beintraining. Hier in diesem Posing nur mal kurz meine Form gezeigt. Und ja, Leute, es muss weitergehen, es geht weiter und es wird weiter gebeugt. Road to 100, Leute, Road to 100. So, Leute, aus dem Gym wieder zurück. Ich bin schon fleißig am Kochen.
Ich habe auf dem Rückweg noch einen Riegel gegeben, und zwar so ein Yippie-Riegel von Weider. Peanut Butter. Ja, genau, Peanut Butter Schokolade oder so. War richtig geil. Ich habe selber keinen Riegel mehr zu Hause. Alles schon aufgegessen. Ich gebe mir zwischendurch mal einen Riegel, ist eigentlich ganz geil. Aber ich werde mir heute Abend wieder was bestellen. Und zwar gebe ich halt wieder eine Bestellung auf beim X-Body Shop. Ich denke mal, ich hole mir dort ein paar Quest Bars. Könnt ihr mal vorbeischauen, die Angebote. Link ist in der Beschreibung. Und ich zeige euch jetzt erstmal mein Essen, was ich mir reinhaue. Das habe ich jetzt nicht nur für jetzt gekocht, sondern von der Soße und die Hälfte vom Reis. Das ist für morgen. Das Fleisch esse ich jetzt. Ich brauche noch Protein, Leute. Ich brauche noch Protein. So sieht die ganze Geschichte aus. Ich habe mir hier halt so eine Tomatenpfanne gemacht mit Zucchini. Also so eine richtig fette Tomate habe ich da reingeballert. Und frische Zucchini. Dann das Hähnchen da vorher drin ein bisschen angebraten und dann alles da rein. Und hier ist der Reis. Ich gebe mir das ganze Fleisch jetzt gleich und den Reis. Und ich bin mir nicht sicher, ob das meine letzte Mahlzeit ist. Vielleicht haue ich mir dann noch als Snack noch ein bisschen, keine Ahnung, ein paar Beeren oder sowas rein. Im Schauen. Aber erstmal das. Es ist auch schon mittlerweile, jo, Viertel vor neun. Aber ihr wisst es. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Bis dahin, Leute. Ciao.